Hallo, in diesem Video sehen wir uns den Konjunktiv 2 und die Konditionalsätze an. Hier sehen wir ein Beispiel und ihr füllt dann aus, was richtig und was falsch ist. Lesen wir zuerst den Satz. Wenn er es In diesem Beispiel gibt es natürlich sehr viele Lücken, insgesamt 4, aber es ist kein Problem, diese Lücken auszufüllen. Jetzt sehen wir uns an, wie wir das Beispiel lösen können. Zuerst die möglichen Lösungen. A. Ändern kann, Tat und nichts. B. Geändert kann, würde, getan. C. Ändern könnte, würde, tun. D. Geändert könnte, hätte getan. Die erste Lösung, die überhaupt nicht funktionieren kann, ist A. Ändern kann und tat. Ändern kann steht im Präsens. Tat ist ein Präteritum. Diese Lösung geht gar nicht. Wie in der falschen Lösung A stehen auch hier bei B wieder unterschiedliche Zeit- bzw. Modusformen. Geändert kann ist Präsens, würde getan ist Konjunktiv 2, also ist auch das unmöglich. Als nächstes fällt D weg. D geht nicht, weil geändert könnte nicht existiert. Das heißt, man kann nicht sagen, geändert könnte. Wir könnten einsetzen, könnte ändern, ändern könnte. Damit bleibt eigentlich nur noch die Lösung C übrig. Ändern könnte, das ist Konjunktiv 2 Gegenwart mit Modalverb, würde tun, ist auch wieder Konjunktiv 2 Gegenwart. Der Lösungssatz heißt also, wenn er es ändern könnte, würde er es tun. Was bedeutet dieser Satz? Ändern könnte und würde tun sind beide im Konjunktiv. Beide sind irreal. Ändern könnte ist ein Konjunktiv und könnte vielleicht in der Zukunft sein. Würde er es tun, ist genau dasselbe, aber ohne Modalverb. Er würde es tun. Das ist ohne Modalverb. Er könnte es ändern, ist mit Modalverb. Das Modalverb ist könnte. Könnte ist der Konjunktiv 2 des Infinitivs können. So, wenn euch das Video gefallen und hoffentlich geholfen hat, dann wäre es schön, wenn ihr das Video liked und teilt und am besten noch Mitglied von meinem Kanal werdet. Bis dann, ciao!